Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man das Samsung Galaxy Note 10.1 routet. Das Modell, was ich jetzt hier habe, ist das N8000er Modell, also das ganz normale mit 3G-Version. Und ja, dazu schalten wir einmal das Gerät aus. Das ist jetzt hier schon ausgeschaltet, das schöne Gerät hier. Und dann, wenn wir das ausgeschaltet haben, dann gucken wir uns erstmal hier die Oberseite an und drücken einmal den On- und Off-Button und den Button für den unteren Button, also Lautstärke leiser Button, drücken wir gleichzeitig für, ich glaube, 5 Sekunden. Und jetzt kommt hier diese Meldung. Also, dass das alles gefährlich ist, was wir hier machen, aber ich denke, das weiß doch jeder, dass das nicht so das Sicherste ist, dass da immer mal was passieren kann beim Routen und dass dann natürlich auch keiner für Gewehr übernimmt. Und ja, das können wir überspringen, indem wir auf Lautstärke lauter drücken. Dann kommen wir in den Download-Modus. Und das ist jetzt erstmal genug und jetzt müssen wir an den PC springen. So, jetzt sind wir hier am PC und jetzt müsst ihr euch erstmal ein paar Programme oder ein paar Dateien eher gesagt runterladen. Und das erste, was wir jetzt brauchen, ist Odin. Und ich schreibe euch die ganzen Links zu den Downloads in die Kommentarbox. In die Beschreibung schreibe ich euch die rein. Und wir brauchen jetzt als erstes Odin. Und nachdem wir es entpackt haben, weil wir es ja in der ZIP-Datei bekommen, müssen wir das jetzt einmal als Administrator, das ist wichtig, als Administrator ausführen. Und dann bekommen wir hier das Fenster von Odin. Da seht ihr es. Und jetzt müssen wir hier einen Haken bei Files Download unter AP machen. Und jetzt müssen wir die richtige Datei für uns nachsuchen. Und hier steht schon, welche Datei er sucht. Und zwar nach PDA-Files. Und zwar .tar, .md5 und .smd. Und die haben wir uns gerade auch schon runtergeladen, also ich zumindest, und ihr müsst es jetzt wahrscheinlich noch tun, habe ich auch in die Beschreibung, habe ich den Link dafür reingetan, und zwar für CF Auto Root. Und jetzt haben wir hier, mussten wir auch alles entpacken, war auch alles eingesippt. Und jetzt müssen wir hier gucken, was die richtige Version für unser Gerät ist. Ich habe ja jetzt schon gesagt, ich habe das ganz normale Gerät mit 3G. Also N8000, ihr könnt die Nummer auch in den Systemeinstellungen nachsehen. Und das ist jetzt, wenn ihr jetzt hier lange drauf haltet, die Maus, dann seht ihr da, das ist 8020, das ist 8000. Und es gibt noch 8013 und 8010. So, und jetzt wählen wir das hier aus, weil das hier die 8000er ist für mein Gerät, was passt. Drücken wir auf Öffnen. So, und jetzt müssen wir unser Gerät, was ja immer noch im Download-Mode ist, mit dem Kabel an den PC anschließen. Und das machen wir jetzt hier mal eben. Und jetzt müsste es gleich von Odin erkannt werden. So, nachdem jetzt hier alles soweit ist. Also ihr seht hier an diesem hellblauen 0,3 Zeichen, was hier eingeblendet wird, dass jetzt das Gerät erkannt wurde. Also, dass das Tablet jetzt von Odin 3 erkannt wurde. Jetzt überprüft ihr noch, ob auch Auto-Reboot angekreuzt ist und F-Reset-Time angekreuzt ist. Das ist nämlich auch noch wichtig. Und ihr müsst überprüfen, falls ihr Keys installiert habt, dass Keys gerade nicht gestartet ist. Und das könnt ihr am besten machen, indem ihr in Task Manager geht und unter den Prozessen guckt, ob da irgendwas mit Samsung Keys ist. Wenn ja, müsst ihr das natürlich nochmal beenden und dann nochmal Odin neu starten, weil das ist wirklich wichtig, dass Keys nicht angeschaltet ist oder im Hintergrund läuft. Und wenn das denn jetzt soweit ist, dann könnt ihr einfach auf Start klicken. So, dann drücken wir jetzt auf Start und jetzt seht ihr hier, wie das hier losgeht, die ganzen Prozesse, die hier verarbeitet werden. So, und jetzt ist es schon fertig und jetzt können wir einfach unser Gerät starten und es startet auch schon. Ich werde jetzt eben die Kamera wechseln. Das Gerät einfach neu gestartet. Und
Jetzt müsste es eigentlich ganz normal klappen. Ich war leider nicht schnell genug und konnte nicht schnell genug an die Kamera springen. Da kam einfach ja, so ein Bootloader, der dann aber auch alles schon automatisch übernommen hat. Jetzt wird hier das Gerät ganz normal gestartet. Das kann immer ein bisschen länger dauern nach so einem Root-Vorgang. Android OS wird aktualisiert. Und jetzt sind wir hier wieder ganz normal in unserem Gerät drin. Auch alle Apps und alle Daten sind erhalten geblieben. Wir haben halt nur die Rechte bekommen. Und jetzt gucken wir mal hier, ob die Super-User-App installiert wurde. Müssen wir mal eben gucken, wo das denn ist. Ja, hier. Und ihr seht hier, bei meinem Daumen ist die Super-User-App. Das heißt, dass unser Gerät geroutet ist. Das können wir jetzt auch nochmal für euch überprüfen. Oh, mein Autofokus, es spinnt hier wieder rum. Das hasse ich so. So. Jetzt müsste es klappen. Und jetzt können wir hier Root-Checker. Ja, die Tastatur muss anscheinend noch ein bisschen laden. Root. Root-Checker. So. Das ist diese App hier. Die können wir eben installieren. Also das Gerät ist gerade echt noch ein bisschen langsam. Das muss echt noch ein bisschen was verarbeiten, glaube ich, im Hintergrund. So, es hat es doch genommen. Wird heruntergeladen. So, jetzt habe ich Warten wir jetzt alles eben nochmal ab. neu hochgefahren, um zu gucken, ob das auch alles klappt. Und ja, es hat alles geklappt, wie ihr seht, sonst wäre das jetzt hier nicht so schön am Laufen. Und ihr seht, jetzt habe ich hier die Root-Checker-Datei oder eher gesagt App installiert. Und die führen wir jetzt einmal aus, um zu überprüfen, ob das Gerät auch wirklich geroutet ist, ob es Root Access hat, also Root-Zugriff. Dazu öffnen wir jetzt mal die App hier. So, da haben wir das. Sieht natürlich jetzt nicht so hübsch aus hier, die App, aber es geht uns ja um die Funktion dieser App. Und hier seht ihr auf diesem ja schlecht zu erkennenden Button hier Verify Root Access, also überprüfen, ob wir auch wirklich Root-Zugriff haben. Das machen wir jetzt einmal. Und jetzt seht ihr, dass hier steht: Congratulations, this device has Root Access. Also es hat alles geklappt. Wir sind an unserem Ziel, wir haben jetzt Root-Rechte, das heißt, wir haben viel mehr Möglichkeiten als Leute ohne Root-Access und können ja bestimmte Apps benutzen, die andere nicht benutzen können. Aber das kennt ihr auch alle, sonst würdet ihr euch ja nicht dieses Video hier angucken. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen helfen. Bei Fragen natürlich alles gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht auf unserem Kanal wieder. Und ja. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gebt mir positives Feedback, abonniert mich, das würde mich sehr unterstützen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.